Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erneut Massenproteste in Belarus gegen Präsident Lukaschenko. In der Hauptstadt Minsk haben sich Zehntausende an einem Marsch der Gerechtigkeit beteiligt. Die Menge bewegt sich in Richtung des Amtssitzes von Lukaschenko. Viele Demonstrierenden sollen festgenommen worden sein. Die Menschenrechtsorganisation Jasna sprach von mindestens 16 Verhaftungen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Erste Ausstände soll es bereits ab Dienstag geben, so die Gewerkschaft Verdi. Wo und in welchen Branchen ist bisher nicht bekannt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8% mehr Lohn. Demonstration zur Aufnahme von Asylsuchenden. In Berlin haben sich tausende Menschen versammelt. Sie fordern, die Lager auf den griechischen Inseln aufzulösen und die Flüchtlinge auf die EU-Staaten zu verteilen. Auch in anderen Städten wie etwa München oder Köln gab es Demonstrationen. Deal zwischen US-Regierung und chinesischer Video-App TikTok. Präsident Trump hat eine Vereinbarung zwischen dem chinesischen Eigentümer ByteDance und US-Unternehmen gebilligt. Demnach soll das weltweite Geschäft von TikTok in die USA kommen. Trump hatte TikTok Spionage vorgeworfen. Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga gewinnt Leipzig mit 3:1 gegen Mainz. Im zweiten Spiel trifft Wolfsburg auf Leverkusen. Das Wetter. Morgen in weiten Teilen bis zu 12 Stunden Sonnenschein. Im Süden vereinzelt Wolken und im Bergland Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 27 Grad.